Sie suchen nach vermissten und verschütteten Personen, werden auf Gerüche trainiert und helfen bei Einsätzen wie Erdbeben und Lawinenabgängen im In- und Ausland. Wir werden alarmiert über das Handy. Wir haben da eine eigene App jetzt und dann heißt es, dort und dort ist der Einsatz. Und ja, wenn man kann, dann drückt man drauf und wenn man nicht kann, dann kann man halt einmal nicht. Komm. Ja, so. Der Charlie wird als Rettungshund ausgebildet. Er sucht quasi noch an verlorene und vermisste Personen. Da sind wir jetzt gerade in den Kinderschuhen und er ist total motiviert bei der Arbeit. Der Weg zum Rettungshund dauert bis zu 3 Jahre. Dazu gehört Geduld und Disziplin. Trainiert wird mehrmals pro Woche. Wie solche Übungen ablaufen, wird beim Bezirkssicherheitstag in Garsten gezeigt. Es geht schon sehr viel Zeit drauf, aber das macht man natürlich gerne. Also 2 bis 3 Mal in der Woche ist schon Training angesagt. Nebenbei sind dann noch die Einsätze, die kommen, so 30 Einsätze im Jahr. Ich bin ja seit einem Jahr dabei, obwohl ich schon ein bisschen älter bin. Mein Hund ist auch seit einem Jahr dabei. Wir sind ein älteres Team, aber halt im Herzen jung. Und ich bin auch begeistert, obwohl es sehr viel Zeit kostet. Das ist ein Mischlingshund, das ist ein Boxer-Schäfer-Mischling. Und sie bietet sie an, weil sie halt gern schnüffelt, weil sie gern sucht, aber sich auch relativ gut erziehen lässt. Ja, aber man hat in der Ausbildung dann Höhen und Tiefen. In den Einsatz geht nur, wer geprüft wurde. In Oberösterreich müssen Hundeführerteams jährlich eine Rettungshundeprüfung ablegen und einmal im Jahr einen Einsatztest bestehen. 365 Tage, 24 Stunden sind die Rettungshundeteams in Oberösterreich in Bereitschaft. Und das ehrenamtlich. Karin Schaufler ist seit 17 Jahren bei der Rettungshundebrigade Oberösterreich, war bei über 100 Einsätzen dabei. Berührende Einsätze, es ist halt dann immer, wenn man wen findet, der, wo man schon geglaubt hat, das ist, er lebt nicht mehr, das sind halt dann die schönsten Einsätze. Was vor 50 Jahren mit nur wenigen Hundeführern begann, ist mittlerweile auf eine Einsatzorganisation mit 100 Mitgliedern gewachsen.